Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind immer noch in dem jetzt Nebenstory Arc rund um das verlorene Dominion und sind jetzt in der Mission Einrichtung 4028 angelangt. The Federation Council has authorized the release of the founder from the detention facility where she is currently being held. I need someone the founder will respect to complete the transfer. You're the best candidate for the task. I don't expect any problems, but I didn't expect Jem'Hadar from the past to crash the Borg conference either. So take my recommendations with a grain of salt. The important thing is the safety of Eron and the Founder. We need their help if we want to end this standoff without more bloodshed. Der Rat der Föderation hat der Entlassung der Gründerin aus der Haftanstalt zugestimmt, in der sie zurzeit sitzt. Ich brauche jemanden, dem die Gründerin den Transfer zutrauen. Sie sind der beste Kandidat für diese Aufgabe. Ich sehe keine Probleme, aber ich hatte auch nicht erwartet, dass die Jem'Hadar aus der Vergangenheit kommen und in die Borg-Konferenz brechen würden. Also nehmen Sie meine Empfehlung mit ein wenig Vorsicht an. Begeben Sie sich zum Ayala-System im Beta-Quadranten und finden Sie den weiblichen Gründer. Selbstverständlich bin ich da auch schon offscreen hingeflogen, so dass wir jetzt direkt starten können. Information auf Befehl des Sternflottengeheimdienstes verändert. Ayala-System. Okay. Captain, wir haben die vorgegebenen Koordinaten erreicht. Ich kann große Strukturen auf dem Asteroiden erkennen. Wir müssen aber näher heran, um einen Ruf absetzen zu können. So. Hallo, Admiral Kempinski. Ihr Besuchsgenehmigung ist soeben vom Sternflottenkommando eingetroffen. Wir haben hier nicht viele Besucher, daher sind alle etwas aufgeregt. Allerdings zeigen unsere Geräte zwei Schiffe im Orbit an. Wieso ist dort auch noch ein Jem'Hadar-Schiff? Wir haben einen Worter als Gast. Vayun ist gekommen, um die Gründerin zu sehen. Das ist höchst ungewöhnlich, Admiral. Nun gut, ich werde es Ihnen gestatten, mit einem Offizier herunterzubeamen. Aber der Worter wird zunächst auf seinem Schiff bleiben müssen. Sprechen Sie mit mir und wenn alles seine Ordnung hat, werde ich ihm erlauben, die Einrichtung zu betreten. Überzeugen Sie Vayun davon, auf dem Schiff zu warten. Die Gründer sind allwissend. Dominion has endured for over 2000 years and we will continue to do so. Das Dominion gibt es seit 2000 Jahren. Weitere werden dazu kommen. Ich habe den Kontakt zur Einrichtung 4028 hergestellt. Excellent. I'm ready to beam down immediately. The founder has been trapped among solids for far too long and the Great Link is diminished without her august presence. There's the matter of our transporter signal, however. The station is blocking it. Perhaps you can enlighten me here? I'm beginning to feel unwelcome. Ausgezeichnet, ich bin bereit zum sofortigen Beam. Die Gründerin war zu lange unter den Solids gefangen. Der großen Verbindung fehlt ein wichtiger Teil ohne ihre Gegenwart. There's the matter of our transporter signal, however. The station is blocking it. Perhaps you can enlighten me here? I'm beginning to feel unwelcome. Da gibt es jedoch das Problem mit unserem Transportersignal. Die Station blockiert es. Vielleicht können Sie Licht ins Dunkle bringen, Admiral. So langsam fühle ich mich nicht willkommen. Ich bin sicher, um eine für alle Seiten vorteilhafte Lösung zu finden. Es ist nicht so, dass Sie nicht willkommen sind. Es gibt vielmehr Sicherheitsbedenken. You and I both know that the Dominion could conquer this facility if we so desired. And yet here we are, observing the peace. I'm sure Starfleet has a number of clever defenses here. But as we've proven in the past,
Even your best defended locations are vulnerable to a squad of Jem'Hadar warriors. Sicherheitsbedenken? Ernsthaft? Wir beide wissen doch, wenn das Dominion diese Einrichtung erobern wollte, könnten wir das tun. Doch was tun wir? Wir sichern den Frieden. Ich bin sicher, die Sternflotte hat einige clevere Verteidigungsfunktionen hier. Aber wie wir bereits in der Vergangenheit gezeigt haben, sind selbst ihre besten Verteidigungsmaßnahmen machtlos gegen die Jem'Hadar-Krieger. I'm here to reach a mutually beneficial solution. Vayun, warten Sie hier, bis ich mit dem Wächter gesprochen habe. Very well. I wait. You do understand that my patience is not an endless commodity, yes? When it is exhausted, I'm afraid we shall enter a more unpleasant stage of our relationship. Let us hope the situation is resolved before that occurs. Nun gut, Admiral, ich werde warten. Sie wissen aber schon, dass meine Geduld Grenzen kennt, oder? Und wenn die erreicht sind, dann wird unsere Beziehung ein wenig unangenehmer werden. Hoffen wir, dass sich diese Situation klärt, bevor das geschieht. Herunterbeamen und mit dem Wächter sprechen. Vayun ist nicht erfreut, aber er wird warten. Wir sind bereit, auf Ihren Befehl hin zu beamen, Captain. Captain, der Wärter wartet auf uns in der Isolationszone A. Den Informationen nach müssen wir den blauen Linie folgen, um direkt zu ihm zu gelangen. Antechamber A. Authorized visitors must report to the warden. Follow the blue line to isolation zone A. Processing zone A. ISIS Zugangskontrolle. ISIS access granted. How many ISIS visitors must report to the warden? Follow the blue line to isolation zone A. Ich bin ISIS, das Insassen-Sicherheits- und Informationssystem. Besucher Ricky Williams Kempinski. Erkannt. Besuchsautorisierung. Bestätigt. Zugangsstufe 2. Genehmigt. Willkommen in Einrichtung 4028. Admiral, bitte melden Sie sich beim Wärter, bevor Sie die Einrichtung betreten. Kraftfeld ausschalten, Brücke ausfahren. Follow the blue line to isolation zone A. Isolation zone A. Willkommen, Admiral. Wie kann ich Ihnen helfen? Was können Sie mir über Einrichtung 4028 erzählen? Es wissen nur wenige von diesem Ort, Admiral, und das ist auch so gewollt. Wir sind eine Strafanstalt der Föderation, in der die bekanntesten und gefährlichsten Häftlinge sitzen. Viele sind extrem gewalttätig. Und aggressiv, aber es gibt auch einige, die wir zu ihrem eigenen Schutz vor Angriffen hier untergebracht haben. Aufgrund des hohen Gefahrenpotenzials ist die Einrichtung fast ausschließlich mit photonischem Personal ausgestattet. Nur eine Handvoll Humanoide dürfen hier arbeiten, da uns Kanzler Fair verlassen hat. Aber auch diese fünf sind nicht die ganze Zeit hier. Wie soll ich sie nennen? Etwa nur der Wärter? Authorized visitors must report to the warden. Follow the blue line to isolation zone A. Erschütternd, oder? Wie ich hörte, hatte das medizinisch-holographische Notfallprogramm dieselben Probleme. Aber in diesem Fall waren es nicht die Programmierer, die vergessen haben, einen Namen zu vergeben, sondern es war mit Absicht. Der Gedanke dahinter war, dass ich weniger nahbar wirken würde und unsere Gäste mich daher weniger als Ziel für Manipulation sehen würden. Vielleicht war es auch... Vielleicht war es auch nur ein kleiner Witz. Sie haben ISIS ja bereits kennengelernt. Ich finde es schon bemerkenswert, dass unser Computer einen Namen erhielt, aber ich und die anderen photonischen Mitarbeiter nicht. Ich bin hier, um den Gründer zu sehen.
Wirklich? Das ist aber ungewöhnlich. Ich dachte, Sie wären der Vertreter der Sternflotte, den ich angefordert hatte, um mit Insasse 53160 zu sprechen. Er wartet schon eine geraume Weile. Ich muss eine Bestätigung für Ihre Erlaubnis, den Gründer zu sehen, einholen. Das wird einige Minuten dauern. Wollen Sie so lange mit Insasse 53160 sprechen? Er ist in Isolationszelle A. Sie können von hier aus dorthin gelangen. Besuchen Sie Insasse 53160 und hören Sie sich seinen Kummer an. Extending walkway. Insasse 98639, Name unbekannt, Rasse Undine, Typklasse 1, Strafe rechtshängig, Auflagen, Isolationsprotokolle, voller Zugang für Sternflotten, Geheimdienst, andere Besucher müssen von Wächtern autorisiert werden. Zugang zu Technik eingeschränkt, muss außerhalb der Zelle jederzeit von schneller Eingreiftruppe begleitet werden. Anmerkungen. Eindrilling, der sich als Captain Twix von der USS Cochrane ausgab. Zusammen mit drei weiteren Undinen bei Sternzeit 73967.3 vom Schiff entfernt. Tests zu isomorphischen Fähigkeiten blieben erkenntnislos. An Einrichtung 4028 weitergeleitet, um befragt und festgesetzt zu werden. Für weitere Details Verweis auf Befehl 54937 Drake 6. Okay. Dann müssen wir wohl hier hin. Inmate 53160. Name: Amar Singh. Rasse: Menschlich, Augment. Typ: Klasse 6. Strafe: lebenslänglich mit der Möglichkeit auf Gnadenersuch. Auflagen: also Isolationshaftprotokolle. Besucher müssen von Wärtern autorisiert werden. Freizeitmaterialien müssen von Wärtern autorisiert werden. Kein Zugang zu Computern oder Technik erlaubt. Anmerkung: ein brillanter Wissenschaftler, der sich der Erschaffung einer perfekten Rasse durch Genmanipulation verschrieben hat. Zwei vorangegangene Verurteilungen wegen illegaler Experimente und dem Durchführen illegaler genetischer Erweiterungen, Experte für Zwischenrasse-Augments. Mit Insasse 53160 sprechen. Endlich, eine echte Person. Ich habe versucht, mich diesen Hologrammen zu unterhalten, aber sie altern nicht. Sie werden nicht müde, sie können nicht verletzt werden. Sie verstehen die eminente Wichtigkeit meiner Arbeit nicht. Ich muss meine Forschung weiterführen. Ich brauche Forschungsmaterialien, ein Labor, Versuchsobjekte, Zugang zu einem Computer und die Dateien vom Memory Alpha. Da steht alles in meinem Antrag. Stellen Sie mir diese paar Dinge zur Verfügung und ich bin in der Lage, die Galaxis zu verändern. Warum sollte die Sternflotte Sie Ihre Forschung fortsetzen lassen? Genetische Manipulation ist illegal. Der genetische Code hält keine Geheimnisse mehr für mich bereit. Ich kann Krankheiten heilen, Lebensspannen verlängern, die perfekten Krieger erschaffen. Admiral, die Föderation befindet sich im Krieg. Jeder Tag kostet viele Leben. Aber was, wenn ich Ihre Crew stärker und widerstandsfähiger mache? Was, wenn ich Ihre Reaktionsgeschwindigkeit verzehnfache oder es Ihrem Körper ermögliche, sich von fast jeder Art Wunde zu erholen? Ich kann Perfektion erschaffen. Alles, was ich brauche, sind Zeit und Ressourcen. Ich denke, Ihre Forschungen sind gefährlich, aber das Sternflottenkommando muss die endgültige Entscheidung fällen. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Ich habe getan, was ihr wolltet. Darf ich jetzt den Gründer sehen? Natürlich, ich habe Ihre Autorisierung bestätigt und auch Genehmigung zum Transport Ihres Waterfreundes erteilt. Allerdings muss er außerhalb der Isolationszone bleiben. Ich weiß, dass das eine ungewöhnliche Situation ist, aber ich muss mich an die Sicherheitsprotokolle halten. Wir verlieren unseren berühmtesten Insassen. Ich denke, ich sollte wohl etwas traurig sein, aber es ist ja nicht so, als wäre es einfach gewesen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie unterscheidet sich sehr von unseren anderen Insassen.
Ich denke, sie kann nicht viel mit uns anfangen. Die Gründerin wird in Isolationszone B festgehalten. Wenn Sie der roten Linie in der Einrichtung folgen, passieren Sie den Hauptbereich und einen weiteren Abwicklungsbereich. Dahinter befindet sich Isolationszone B. Sprechen Sie mit Vayun, der in Isolationszone A wartet. Isolation Zone A. Da ist er ja. Did you know your psychographic profile is required reading for all Vorta field supervisors? It's quite fascinating, Stanley. To say you've had an unusual career would be an understatement. Wussten Sie, dass Ihr psychografisches Profil Pflichtlektüre für jeden Vorta-Feldaufseher ist? Eine interessante Lektüre. Zu sagen, dass Sie eine ungewöhnliche Laufbahn hatten, ist eine Untertreibung. Folgen Sie mir, ich bringe Sie zur Gründerin. I'm happy to hear it. Despite the delays, you're fulfilling your end of the deal adequately. I would like to remind you that the safety of the founder is now your responsibility. If she is harmed, the Dominion will have no choice but to respond. I think you'll find that Caro Khan will be the least of your problems if that occurs. Freut mich, das zu hören. Trotz der Verzögerung erfüllen Sie Ihren Teil der Abmachung. Die Sicherheit der Gründerin ist jetzt Ihre Angelegenheit. Vergessen Sie das nicht. Wenn sie verletzt wird, bleibt dem Dominion nur eine entsprechende Reaktion. Dann ist Caro Khan Ihr geringstes Problem. Lassen Sie uns gehen. Was passiert denn hier, wenn ich da drauf klicke? Ach, mir wird ein Weg angezeigt. Na, das ist doch mal was. Processing Zone B. Ja, ich soll da lang. You may proceed. Isolation Zone B. Extending walkway. Insasse 91856. Name unbekannt. Rasse Tullianer. Typ Klasse 9. Strafe rechtshängig. Auflagen Tullianer Umweltprotokolle. ISIS-Überwachung notwendig. Jammer müssen in Zelle des Häftlings aktiviert sein. Anmerkung: gefunden bei einer Rettung in einer Rettungskapsel bei Sternzeit 86187.4 zur medizinischen Behandlung auf der Deep Space Station K7 gebracht. Versuchte während des Aufenthalts dort Daten zu Schiffsbewegung und militärischer Schlagkraft der Sternflotte aus den Datenbanken der Sternflotte herunterzuladen. In Einrichtung 4028 festgehalten, da Ergebnis von Verhandlungen mit der Regierung von Tullian über eine Rückführung bisher ausblieben. Den schauen wir uns doch mal an. Okay, wir sehen nicht sonderlich viel. Zutritt gewährt. Name unbekannt. Rasse Formwandler. Typ Klasse 10.
Strafe rechtshängig. Auflagen. Level 8 Kraftfeld musst du jederzeit aktiviert sein. Besucher müssen von Wärtern und dem Föderationsrat autorisiert werden. Ausgehende Kommunikation eingeschränkt. Ohne Zustimmung der Wächter ist der Gefangenen der Aufenthalt außerhalb der Zelle nicht gestattet. Anmerkung: Anführerin der Dominion-Kräfte während des Krieges mit dem Dominion. Nach der Unterzeichnung des Abkommens von Bajor in den Gewahrsam der Föderation übergeben. Rehabilitation und Therapieversuche verliefen erfolglos. Medizinisches Personal für Umgang mit Formwandlerphysiologie nicht ausgestattet. Anwendung von Subroutine Begier 98 vor jeder Untersuchung. Zugang zu Kraftfeldsteuerung gewährt, Admiral. Deaktivieren Sie den Schild jetzt, wenn Sie mit diesen Insassen sprechen möchten. Kraftfeld aus. What do you want, Solid? Was wollen Sie, Solid? Time is meaningless. I will endure. Zeit ist bedeutungslos. Ich werde durchhalten. Gründerin, es gibt ein Problem auf Deep Space Nine. Since you are here asking for aid, your dilemma must be serious. At least for you. What are you prepared to offer in return for my assistance? And what guarantee do I have that you will fulfill your end of any bargain we might reach? I have little trust for your kind, and with good reason. Sie kommen hierher und ersuchen Hilfe? Ihre Probleme scheinen groß zu sein, für Sie zumindest. Was sind Sie bereit als Gegenleistung für meine Dienste anzubieten? Und welche Garantie habe ich, dass Sie sich an Ihren Teil der Abmachung halten? Ich traue Ihrer Art nicht, mit gutem Recht. What is that human saying? To learn about a people, learn how they treat their prisoners? I have been here for many years, and I have learned much in that regard. Solids are irrational, fearful creatures. You cannot be trusted. Was sagt dieser Mensch? Um etwas über ein Volk zu lernen, schauen Sie sich an, wie Sie Ihre Gefangenen behandeln? Ich bin seit vielen Jahren hier, Admiral, und ich habe dahingehend viel gelernt. Solids sind irrationale, ängstliche Kreaturen. Ihnen ist nichts zu trauen. Time is meaningless. I will endure. Warum haben Sie sich der Föderation ergeben? My captivity was the price I paid for the life of my people. We were dying, infected with a virus created by Starfleet Intelligence. Odo cured me, but when I linked with him, I knew that he needed his justice. Otherwise, he would have stayed with the Solids, stayed with that woman. Meine Gefangennahme ist der Preis für das Leben meines Volkes. Wir waren im Begriff zu sterben, infiziert von einem vom Geheimdienst der Föderation erschaffenen Virus. Odo heilte mich, nachdem ich mich mit ihm verband. So wusste ich auch von der Gerechtigkeit, die er brauchte. Andernfalls wäre er bei den Solids geblieben. Er wäre bei dieser Frau geblieben. Therefore, I surrendered myself, so he would take the cure to the Great Link. Once he joined it, I knew he would never leave. I am immortal. A few years here is a minor inconvenience. Those lost years are worth far less than the prizes I've gained in return. Ich habe mich gestellt, damit er das Heilmittel zur großen Verbindung bringt. Ich wusste, dass er sie nie wieder verlassen würde. Ich bin unsterblich, Admiral. Ein paar Jahre hier sind kein Beinbruch. Diese verlorenen Jahre sind viel weniger wert als das, was ich dafür erhalten habe. Time is meaningless. I will endure. Ich bin zusammen mit einem Warter hier angekommen. Ich kann sie zu ihm bringen. Then you mean to release me? Interesting. The price of my freedom, I trust, will not be insignificant. I will trust you, despite my inclination to do otherwise. I will return to the Great Link and to Odo. We have much to discuss. Lead the way. I wish to see what you Solids have in store for me after all these years. Dann lassen Sie mich frei? Interessant. Der Preis für meine Freiheit muss wahrlich groß sein. Ich werde Ihnen vertrauen, auch wenn ich anderes vorgab. Ich werde zur großen Verbindung zurückkehren und zu Odo. Wir haben viel zu besprechen. Gehen Sie voran. Ich möchte sehen, was Ihr Solids für mich auf Lager habt nach all den Jahren. Eskortieren Sie die Gründerin zu Vajun. Lassen Sie uns gehen. Founder, your ordeal is at an end.
Wayoon, your line lives on. Good. Let us leave this place. Founder, we have taken DS9 in your name and are prepared to extend our campaign throughout the Quadrant. Give your blessing to our victory. We are yours to command. I know you, Karakhan. Your fleet failed us in the battle for Deep Space Nine. We lost because you did not arrive. The fleet was diverted, passing through the anomaly. We did not... I need soldiers, Karakhan, not excuses. You failed the Dominion once. I will not give you the opportunity to do so again. No! It can't! Ah! Attack! Kill everyone but the Founder! We are dead! We go into battle to reclaim our lives! I think not. Did you really think I came here alone? Loyal Jem'Hadar, defend your god! Kill these traitors! Ja, wieso habe ich nur damit schon wieder gerechnet? Captain, ich habe den Kontakt zur Dacia verloren. Es werden auf allen Stationen Energieausfälle gemeldet und es gibt Anzeichen für Waffenfeuer. Aber irgendetwas scheint meine Sensoren zu blockieren. Ich kann keine genauen Werte messen. Wir befinden uns in der Nähe des zweiten Isis-Kerns. Das könnte der beste Ort sein, um zu bestimmen, was geschieht und wie wir zum Schiff zurückkehren können. Zum zweiten Kern und eine Diagnose durchführen. ISIS is offline. Emergency protocols engage. Antichamber B. Secondary ISIS core. ISIS ist offline. Notfallprotokolle aktiviert. ISIS, Sicherheitsüberschreibung. Es tut mir leid, Admiral. Es ist dieses Mal nicht möglich, Notfallbestimmungen zu umgehen. Der primäre ISIS-Kern ist offline. Dieser sekundäre Kern verfügt nur über eine eingeschränkte Funktionalität. Bis die Ordnung wiederhergestellt ist, wird Einrichtung 4028 abgeriegelt. Die Holomatrizen sind offline, die Kommunikation blockiert, ein Transporterunterdrückungsfeld wurde aktiviert. Und die Shuttle-Rampe wird durch ein Klasse 10 Kraftfeld geschützt. ISIS is offline. Emergency protocols engaged. Was muss ich tun, um den primären ISIS-Kern wiederherzustellen? Zwei Protokolle sind akzeptabel, um im Falle einer Katastrophe in der Einrichtung die Ordnung wiederherzustellen. Wenn die Gefangenen entweder mit tödlicher oder nicht tödlichen Protokollen ausgeschaltet wurden, können sie den Hauptkern von ISIS neu starten. Erzählen Sie mir etwas über das nicht-tödliche Protokoll. Ort zu Ort Notfalltransporte wären möglich. Wenn Sie die Gefangenen überwältigen und für den Transport kenntlich machen können, kann ich Sie in Ihrem abgesicherten Bereich transportieren. Wenn die Ordnung wiederhergestellt ist, können Sie mich wieder vollständig online schalten. Dann kann ich das holographische Personal übernehmen. Wenn Sie sich für das nicht-tödliche Protokoll entscheiden, müssen Sie die Gefangenen überwältigen und dann für den Transporter in einen Gefangenenbereich markieren. Dann können Sie den ersten ISIS-Kern wiederherstellen. Erzählen Sie mir etwas über den tödlichen Plan. Für den Fall des kompletten Kontrollverlusts in der Einrichtung hat das Sternflottenkommando den Einsatz tödlicher Waffen autorisiert. Der Verlust von Leben wäre zwar bedauerlich, aber es ist... der Flucht der Insassen von Einrichtung 4028 vorzuziehen. Wenn Sie den Einsatz tödlicher Waffen wählen, töten Sie die Gefangenen in der Einrichtung, bis der Aufstand niedergeschlagen wurde. Erst dann sind Sie in der Lage, den primären ISIS-Kern wiederherzustellen. Na, sind doch die Föderation also nicht tödlich.
Failure to do so is a violation of facility regulations. Okay, weiter geht's. Da sind die nächsten. Gefangenen markieren. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Violence is against facility regulations. Prisoner all secured. Transporting to safe zone now. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Nun, Gründerin. So, weiter geht's. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Detected. Possession of weapons is a violation of facility regulations. Transporting to safe zone now. So, hier können wir noch was einsammeln. Dann machen wir das doch mal schnell. Bereich haben wir alles, dann da unten sind noch welche. Gefangenen markieren. Transporting to safe zone now. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. So, jetzt müssten wir hier alle haben. Failure to do so is a violation of facility regulations. So, Gefangenen markieren. Prisoner secured. Transporting to safe zone now.
Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Für nächste Gruppe. Zäher Gefangener. Aha. Ein Ferengi ist ein zäher Gefangener. Na dann. Aber anscheinend nicht zäh genug. So, Sektion 2 gesichert, haben wir nur noch eine Sektion. Oh, der Undine. Violence is against facility regulations. All inmates are ordered to return to their cells. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Mit dem letzten Gefangenen sprechen. Ach, das ist ja doch unser Augment. Wir treffen uns wieder, Admiral. Das ist in der Tat eine interessante Situation. Sie sollten in Ihre Zelle zurückkehren. Warum sollte ich das tun wollen? Niemand greift mich an und in der Einrichtung herrscht Chaos. Mit ein bisschen Glück kann ich vielleicht sogar einfach zur Vordertür hinaus spazieren. Heute in einer Woche könnte ich schon wieder im Klingonenraum sein und meine Forschungen fortsetzen. Sie werden niemals aus der Einrichtung entkommen. Tatsächlich? Ich weiß, dass es hier einen Raumdock gibt. Wir haben es verwendet, als wir angekommen sind. Ich muss also nur ein Shuttle gelangen, um zu fliehen. Es gibt keine Möglichkeit zur Flucht und ich kann nicht für Ihre Sicherheit garantieren, wenn Sie nicht in Ihre Zelle zurückkehren. Hören Sie auf mit Ihrem ewigen Gejammere und lassen Sie mich nachdenken. Sie haben ein Schiff im Orbit, aber das haben die Jamata auch. Und es besteht eine 90%ige Chance, dass zumindest eines der beiden Schiffe auf ein Schiff feuert, das die Einrichtung verlässt. Ich könnte die Transporter benutzen, aber dabei besteht wiederum eine 86%ige Chance, dass ISIS den Zugang gesperrt hat. Wie dem auch sei, ich bin in der Lage, ISIS in 3,2 Minuten zu umgehen. Nun gut, ich kehre in die Gefangenschaft zurück, aber nur, wenn Sie berichten, dass ich das freiwillig getan habe. Ich brauche jeden Vorteil, den ich bekommen kann, wenn ich meine Arbeit fortsetzen soll. Akzeptieren Sie Ihr Urteil, Amar Singh. Prisoner secured. Transporting to safe zone now. Primary ISIS Corps. Wie kann ich Ihnen helfen, Wärter? Wärter, erstatten Sie Bericht? Ich verstehe Sie, Admiral, nur... Ah, jetzt ist der Diagnosekreislauf abgeschlossen. ISIS brauchte einen Moment, um mich wieder vollständig online zu bringen. Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie übernehmen? Sicher, jetzt da ISIS online ist, sollte es ein leichtes sein, die verbliebenen Gefangenen zurück in ihre Zellen zu bringen. Außerdem habe ich die nächstgelegene Sternbasis kontaktiert und ein Technikteam angefordert. In Kürze werden wieder alle Systeme mit 100% laufen. Danke für Ihre Unterstützung, Admiral. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Sie nicht gewesen wären. Ausgezeichnet, ich werde jetzt mit der Gründerin gehen. Primary ISIS Corps.
Transporterpad benutzen. Das heißt, ich soll hier hinlaufen. Da. Ah, Vajun gesetzt sich auch noch dazu. Vajun. Captain, es werden mehrere Jem'Hadar-Schiffe gemeldet, einige davon auf Abfangkurs. Ich werde mich mit der Flotte auf Bajor in Verbindung setzen, bin aber nicht sicher, ob... Eingehender Ruf, Sir. Es ist das führende Jem'Hadar-Schiff. Karu Khan möchte Sie sprechen. Surrender the Founder and your pet, and you will survive, Captain. Refuse, and I will destroy your ship. He's bluffing. He can't harm a Founder. I can, and I will, Vorta. Victory is life. Go to warp while you still can. We'll hold them off. No! I will have the Founder! All ships, attack! Captain! Shields at 47% and falling! Evasive maneuvers! Pattern shown 6! Launch torpedoes! Full spread! Sir! We won't be able to hold them off forever, Captain! Das hätte besser klappen können, aber ich weiß, dass sie ihr Bestes gegeben haben. Eine Überprüfung der Einrichtung 4028 brachte das Fehlen mehrerer Insassen zutage. Die meisten werden wir leicht wieder einfangen können, aber zwei Gefangene mit hoher Priorität, Taris, jemand namens James Fadi Mera, sind eine andere Geschichte. Ich weiß nichts über Mera, aber Taris hatte Hilfe. Eine ikonianische Energiesignatur wurde nahe ihrer Zelle entdeckt. Sie könne inzwischen überall sein. Rettungsteams sind bereits im Ayala-System und suchen nach Überlebenden der Kämpfe. Die Jem'Hadar hatten auch Verluste, aber soweit wir wissen, gelang es Karu Khan zu Deep Space Nine zurückzukehren. Diese Angelegenheit ist noch nicht vorbei. So, damit haben wir auch diese Mission geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.